Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Oh, wir sind eine Runde gejoint, die schon fast vorbei ist. Wow. Super, egal. Die eine Runde probieren wir. Oh, soll ich der Stuhl bleiben? Okay, ein Fass. Okay, wir haben nicht allzu viel Zeit. Die Frage ist, wenn ich mich hier hinstelle. Ah, ne. Jetzt zu riskant. Okay, das funktioniert nicht. Okay, ich drück nochmal. Okay, ich bin so ein Ding hier. Oh fuck. Oh nein, okay, das ist schlecht. Okay, das ist echt schlecht. Okay, ich habe komplett verkackt. Ich stelle mich hier hin. Okay, das ist echt richtig schwach. Boah, ich habe die Map ewig nicht gespielt. Keine Ahnung, wo ich mich hier gut verstecken kann. Ich kann jetzt... Warte mal, die Blauen sind meine Homies, ne? Ja. Okay. Okay, der ist schon mal einfach vorbeigerannt. Finde ich gut so. Oh nein, ich höre einfach nur Schritte. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gucken soll. Okay, aussichtstechnisch ist das hier nicht der beste Spot. Aber eigentlich höre ich, wenn jemand kommt. Also von daher... Okay, 3 Minuten 9. Wir haben es jetzt 2 Runden gewonnen. Ich bin also ins Gewinnerteam gejoint. Das ist auf jeden Fall eine Seltenheit, würde ich sagen. Okay, wir stehen hier halt einfach so richtig random. Oh Gott, ich dachte gerade, der schießt uns an, Alter. Ja, manchmal sind die auffälligsten Verstecke einfach die besten. Ich stehe hier einfach chillig rum. Und keiner denkt, dass man sich hier hinstellen würde. Und, naja gut, es sieht auch ein bisschen so aus, als könnte das wirklich hier stehen. Also so kacke ist das Versteck jetzt auch wieder nicht, aber ich hatte auf jeden Fall schon bessere. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber irgendwie kommt hier auch niemand vorbei, außer die 2 Leute, die schon da waren. Aber noch 2,5 Minuten. Ah, das ist immer so. Diese... Ich weiß gar nicht, wie lang geht die Runde 5, ne? Mit Verstecken, ich glaube ja. Bin mir nicht sicher, ist immer ganz schön lang. Es ist immer ganz schön lang. Ja, egal. Mir fällt gerade ein, ich könnte mal die Kamera eigentlich hier rüber machen. Komm, scheiß drauf. Lass die jetzt hier. Bei TikTok ist immer kacke, wenn die Kamera da unten ist, weil dann sieht man meine Fratze nicht. Mache ich bis zur nächsten Folge, ende ich das. Ich habe noch das falsche Setup drin. Und in der Aufnahme davor habe ich ein bisschen BeamNG Drive gespielt. Oh Gott, da kommt einer. Ja, ich habe ihn beschworen und er hat sich's anders überlegt. Finde ich gut. Okay, noch 1 Minute 35. Okay, wir könnten mit ein bisschen Glück. Es gibt noch 4 Requisiten. Ganz ehrlich, wenn nicht, renne ich einfach weg am Ende. Beste Strategie. Okay, komm, noch 1,20. Ich habe ein okayes Gefühl. Noch 3 Requisiten. Es könnte klappen. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Vor allem, ich stehe halt die ganze Zeit hier rum. Richtig langweilig. Aber was soll ich... Oh Gott. Oh nein. Wenigstens habe ich nicht direkt in dem Moment gepfiffen. Das war schlecht. Moin! Nein, die haben mich geflasht. Oh nein. Warum bin ich... Warum ist der nicht weitergelaufen? Ich bin einfach stehen geblieben, dachte mir so, komm. Killt mich. Ach, schade. Naja, hätte klappen können. Okay, einer noch. Wo ist er? Ich verstehe. Ist er irgendwo... Oh, ich hasse das, dass man das nicht sehen kann. Das nervt so krass. Der hat irgendein gutes Versteck. Weil der... Oder steht der einfach wirklich so... Oh. Wo ist der? Wo ist der, dass sie den nicht sehen? Ich will das wissen, bitte. Uber 007, wo bist du? Ja, die rennen ja alle an ihm vorbei und sehen ihn nicht. Wenn wir jetzt nicht in der Cam sehen, was das ist, bin ich richtig enttäuscht. Zurück zur Basis. Ist er ein Stück Stein? Nee, man kann da rein? Aber jetzt will ich die Map nochmal spielen. Um das herauszufinden. Egal, Leute, war eine kurze Runde. Wir sind am Ende reingejoint. Ich nehme jetzt noch eine auf und mache meine Facecam wieder auf die andere Seite. Dann sehen wir uns gleich in der richtigen Folge wieder.
Macht's gut, Leute. Ciao.